Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Krypto Deutschland. In diesem Video werden wir uns BitTorrent anschauen. Ich hatte ja heute Morgen schon ein Video zu Tron gemacht. Ich hoffe, ihr habt das Video gesehen, denn Tron hängt ja auch ein bisschen mit BitTorrent zusammen. Da kann ich auch mal, wenn ihr wollt, nochmal ein extra Video zu machen. Auf jeden Fall, wenn ihr hier meinen Content auf YouTube feiert und auch die Mühe wertschätzt, dass ich hier jeden Tag zwei Videos raushaue, dann drückt gerne den Daumen nach oben und hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar mit dem Coin, den ich hier als nächstes auf YouTube analysieren soll. Und jetzt starten wir auch mal direkt hier vernünftig mit dem Video. Und wer von mir in einem 1:1 Coaching lernen möchte, wie man Kryptowährung und Trading professionell lernt, geht mal auf meine Webseite, ist der zweite Link in der Videobeschreibung und tragt euch dort gerne für ein kostenloses Erstgespräch ein, damit wir herausfinden können, ob das Coaching für euch geeignet ist. Wer meine Trades 1:1 kopieren möchte, wie ihr das zum Beispiel im Tron-Video vorhin gesehen habt oder hier bei BitTorrent, geht mal auf meine Patreon-Seite, ist der erste Link in der Videobeschreibung und dort könnt ihr meine Trades 1:1 kopieren. Dort schicke ich immer aktuelle Informationen rein. Da blende ich auch nochmal an der Stelle hier den Tron-Trade ein, den hatte ich ja auch heute schon morgen in dem Video erwähnt. Und falls ihr meine Trades, wie gesagt, 1:1 kopieren wollt, einfach meinen Patreon abonnieren. Und jetzt starten wir mal direkt mit der Analyse von BitTorrent. Und zwar, ich mache hier mal kurz die EMA Ribbon aus. Und zwar war das jetzt hier der Move, den ich hier erwartet habe. Hatte ich ja auch so einen Patreon reingeschickt. Der ist leider jetzt noch nicht ganz genau so eingetreten. Aber der Move kann in dieser Art so kommen. Ich werde euch das jetzt mal ganz genau zeigen. Und zwar mache ich hier erstmal die Bewegung raus. Und ich mache hier generell mal die unnötigen Indikatoren raus. Dann analysieren wir hier mal den Chart gemeinsam. Und zwar, was ich jetzt hier erwarte, wir haben hier unten auf der Höhe eine sehr, sehr starke Supportlinie, wo wir immer bouncen. Wir sind von hier aus hochgegangen, sind draufgekommen, sind gebounced. Hier haben wir die nicht getroffen, aber hier haben wir die getroffen und sind auch wieder leicht gebounced. Und was ich jetzt hier erwarte, könnte natürlich, wir haben ja eventuell zwei Patterns, muss man natürlich auch dazu sagen. Einmal könnten wir jetzt hier ein Triangle-Pattern haben, einmal so, oder man zieht das Triangle-Pattern eben so, dass wir hier schon ausgebrochen wären. So hatte ich das Pattern eigentlich auch am Anfang gezogen, dass wir hier schon ausgebrochen sind. Hier hatte ich eigentlich mit dem Breakout nach oben hin gerechnet. Ich hatte euch ja auch meinen Trade gezeigt, der noch nicht ausgestoppt wurde. Mein Stop-Loss sitzt ja ungefähr auf 0,0072 Cent. Hatte ich auch alles bei Patreon reingeschickt. Und ich habe hier, wie gesagt, mit dem Breakout gerechnet. Dann formen wir jetzt hier aktuell sowas in die Richtung wie eine Bullflag, die auch wahrscheinlich ja nach oben hin ausbricht. Aber wenn wir jetzt sagen, das Triangle-Pattern ist ungefähr so, stehen wir hier auch kurz vor dem Breakout. Das Preisziel von diesem Triangle-Pattern kommt natürlich immer darauf an, wie man das Pattern zieht. Wäre entweder so, dass wir hier ungefähr, wobei müssen wir auf den Punkt des Breakouts setzen, wäre ungefähr das High von, hier kann ich auch mal direkt die Widerstandslinie einzeichnen, wäre ungefähr auf der Höhe von 1,3 Cent. Das wäre auf jeden Fall eine krasse Bewegung. Ich kann euch auch genau sagen, wie viel Prozent wir machen würden. Wir würden, wenn wir nach oben hin ausbrechen, 75% machen. Das Ganze kann natürlich auch nach unten hin ausbrechen. Und da wäre das Preisziel halt enorm tief. Da würden wir extrem weit runterkrachen. Und deshalb halte ich das Szenario eher für unwahrscheinlich. Vor allem, weil wir, wenn wir das Preisziel hier unten erreichen wollen, durch alle EMAs durchkommen müssen. Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Vor allem Bitcoin hat ein neues All-Time-High gemacht. Der Markt ist generell aktuell sehr, sehr bullish. Und deshalb rechne ich nicht mit einem Breakdown. Jetzt gucken wir uns auch mal die EMA Ribbon an. Aktuell sind wir hier nicht bullish. Im Gegensatz zu Tron performt BitTorrent aktuell nicht so gut. Hier hätte ich ehrlich gesagt mit einem W-Breakout aus diesem Triangle rausgerechnet zu dem Preisziel hier oben hin. Kann natürlich auch sein, dass das W jetzt ja so in der Art aussieht. Könnte man vielleicht auch noch als W werten. Auf jeden Fall würde ich dieses Triangle auch traden. Ich halte euch dann natürlich bei Patreon immer auf dem Laufenden. Und so ist das Pattern, wie ich das aktuell ziehen würde. Man kann natürlich, wenn ich hier nochmal die EMA Ribbon rausmache, kann man natürlich auch sagen, das Pattern geht beispielsweise so in die Richtung. Das ist dann natürlich immer Ansichtssache, wie man das dann halt dementsprechend traden möchte. Und da wäre dann auch das Preisziel deutlich geringer. Und das würde dann auch den Breakdown wahrscheinlicher machen, weil das Preisziel, wie gesagt, geringer ist. Hier wäre das Preisziel dann 1,2 Cent circa. Und falls wir dann hier nach unten hin ausbrechen sollten, wäre das Preisziel knapp unter der EMA, wären dann 0,003 Cent. Halte ich auch für unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Ich persönlich rechne damit, dass wir langsam wieder über die EMA Ribbon auf dem 4-Stunden-Chart kommen. Wir sehen, die EMA Ribbon haben wir hier die ganze Zeit als Support und laufen hier die EMA Ribbon hoch. Und haben dann hier nochmal als Support getestet, sind wieder rübergekommen, konnten aber dann nicht oberhalb bleiben, sind jetzt langsam wieder unterhalb gekommen auf den 4-Stunden-Kerzen. Wir gehen jetzt hier auch nochmal auf den Daily-Chart ein und auf dem Daily-Chart sind wir weiterhin bullish. Und der Daily-Chart hat natürlich deutlich mehr Aussagekraft und wir sehen auch hier, dass wir hier in einem klaren Aufwärtstrend sind.
Und wir müssen auf jeden Fall, um deutlich höhere Preise zu sehen, beziehungsweise um ein neues All-Time-High zu sehen, was ich aktuell auch für wahrscheinlich halte, natürlich jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Tagen, aber in den nächsten Wochen halte ich ein neues All-Time-High für sehr wahrscheinlich. Wenn wir die gelbe Linie gegebenenfalls durchbrechen, dann würde ich da natürlich auch einsteigen. Und das wäre jetzt so der Trade, den ich machen würde. Ich würde auch dieses Triangle-Pattern traden. Kommt natürlich hier, ist ein bisschen komplizierter, kommt natürlich immer darauf an, wie man das dann zieht. Man könnte das Ganze natürlich hier auch nach oben ziehen. Dann sähe das wieder ein bisschen anders aus. Das Preisziel wäre größer. Man könnte es halt auch, wie gesagt, so ziehen. Dann wäre das Preisziel ein wenig geringer, aber wäre auch auf jeden Fall noch ein gültiges Dreieck, worauf es dann natürlich ankommt, dass wir hier unsere Widerstandspunkte haben und unsere Supportpunkte, die wir hier auch haben. Und das heißt, wir stehen hier auch kurz vor einem Breakout. Und auf den Daily Chart sind wir weiterhin bullish. Falls wir auf dem Daily Chart unter die EMA Ribbon kommen, wären wir auf jeden Fall bearish. Aber da Tron aktuell gut performt, würde ich hier persönlich auch eher mit einem Breakout nach oben hin rechnen, als mit einem Breakout nach unten hin. Ich würde dann hier einsteigen bei der Confirmation. Hier oben würde ich auf jeden Fall Profite nehmen, weil ich dann damit rechne, dass wenn wir hier oben das Preisziel erreichen, dass wir dann nach unten hin erstmal wieder ein Stück gehen. Ich denke nicht, dass wir tiefer gehen, das wäre dann bearish. Wir halten nämlich generell hier den Support, also den müssten wir hier auch weiterhin halten. Und hier oben würde ich, wie gesagt, aus dem Trade gehen, weil ich da mit einer kleinen Korrektur rechne. Und dann würden wir vielleicht dann nach oben hin ausbrechen, vielleicht hier oben nochmal rejecten. Aber wenn wir dann hier oben drüber kommen, würde ich auf jeden Fall hier oberhalb des gelben Widerstands oben nochmal in einen Trade einsteigen. Und wir befinden uns auch weiterhin über der EMA, was natürlich auch realistisch ist, dass wir hier Fake-outen, die EMA testen und dann nach oben hin ausbrechen, unser Preisziel erreichen, korrigieren und dann vielleicht sogar nochmal höher steigen. Halte ich aktuell für ein realistisches Szenario, vor allem mit dem Retest der EMA. Da warte ich sowieso bei BitTorrent schon was länger drauf, dass wir wieder die EMA retesten. Wir sehen, hier war der letzte Retest und nach dem letzten Retest sind wir ja dann extrem krass hochgeschossen. Ich kann euch auch ganz genau zeigen, wie viel Prozent wir dann machen würden, und zwar 964% würden wir machen, wenn wir die EMA jetzt hier erfolgreich retesten, beziehungsweise das haben wir ja beim letzten Retest der EMA gemacht. Das heißt, hier ist auch vielleicht wahrscheinlich, dass wir dann wieder eine krasse Bewegung sehen. Ich kann euch natürlich für nichts garantieren. Ich sage jetzt auch nicht, dass BitTorrent in den nächsten Tagen um 1000% steigen wird, aber der Ethereum-Bitcoin-Chart sieht aktuell sehr gut aus und der gibt ja viel Aussagekraft darüber, wie die Altcoins performen. Und da der Chart aktuell sehr gut aussieht und wir eine Key Resistance gebrochen haben in diesem Chart, ich werde auch heute Abend noch ein Bitcoin-Video machen, wo ich das auch nochmal ganz genau zeige, wenn ich dann natürlich zeitlich heute schaffe. Und da werde ich euch dann zeigen, warum ich aktuell wieder mit einer Altcoin-Season rechne. Und ja, nochmal zusammengefasst, ich würde hier in den Trade reingehen, wenn wir die obere weiße Linie durchbrechen, dann ist auch egal, ob wir vorher die EMA geretestet haben oder irgendwas anderes gemacht haben. Wenn wir, ich trade ja meistens hier long und im Bull Market gehe ich ja nicht short. Das heißt, wenn wir die die weiße Linie nach oben hin durchbrechen, werde ich auf jeden Fall einen Trade eröffnen. Und da werde ich euch natürlich auch in der Patreon-Gruppe auf dem Laufenden halten. In Telegram werden auch weiterhin noch Tipps kommen. Und ja, das war es jetzt erstmal von dem Video. Falls es euch gefallen hat, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar mit dem Coin, den ich hier als nächstes analysieren soll. Und das war es jetzt von dem Video. Und wir sehen uns und bis dann und ciao.